Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen auf dem Sumpf. Willkommen bei Dead by Daylight. Willkommen von Leon und mir. Wow, ist ein bisschen dunkel hier. Okay. Ich bin gerade ein bisschen paranoid. Ich habe das Gefühl, könnte ein Ghostface? Ein Spirit. Ach, du meine Güte, das macht es nicht besser. Wenn ich das jetzt richtig erkannt habe. Hier müssen wir aufpassen. Wenn wir noch was Leuchtendes sehen an Totems, das könnte der Boden sein. Hat sie meinen Generator gehört oder warum ist sie jetzt dahin gekommen? Sie hat ihn jetzt getreten. Sie hat mich die ganze Zeit gesucht. Für Spirit soll die Map echt gut sein. Da man hier sehr laut rumpatscht. Durch den nassen Boden hört sie im Swoosh sehr gut, wo man langläuft. Deswegen ist es vielleicht nicht verkehrt, hier auf der Map eher sich irgendwo hinzuhocken. Anstatt vor ihr wegzurennen. Also wenn sie swooscht. Ich weiß nicht, ob sie gerade jemanden jagt. Direkt einen Skillcheck verhauen. Ja, mit der Knie. Also wir müssen aus der Mitte die Gems rausholen. Rausnehmen. Dich holen. Wenn sie gerade geswuscht ist, kann sie nicht sofort zurückkommen. Vorne tuckert was. Gut. Ist jetzt immer sehr gut durchgekommen. Wir müssen, glaube ich, Achtung haben vor Nöd. Und eventuell einen verteufelten Boden. Aber sollten wir Nöd haben, tut uns der verteufelte Boden auch nicht mehr weh. Da ist sie. Ich weiß nicht, wo hier Paletten sind in dem Ding. Ah, hier ist Sackgasse. Okay, kein Nöt. Könnte nur sein, dass ich weggekämmt werde. Oh. Cool.
Wo waren jetzt die Ausgänge? Da oben, oder? Einer. Da ist auch ein rotes Licht. Also der ist noch nicht offen. Hat sie aufgemacht? Er, sie wurde in den Ausgang geschlagen. Hi, Bill. Komm. Der hatte keine gute Runde. Es tut mir auch ein bisschen leid. Mal gucken, was das Matchmaking sagt. Aber Spirit, entweder du hast halt eine gute Runde oder du haust halt so richtig rein. Ich kenne das selber. Ich spiele an sich gerne Spirit, aber eigentlich auch nicht. Es ist schwierig. Aber wir sind rausgekommen und es war eine ultra kurze Runde. Aber dabei belasse ich es heute auch einfach. Aufgezehrte Hoffnung. Dann war das Undying, was wir weggemacht haben. Strider und Barbecue. Schade, zu aufgezehrte Hoffnung ist sie halt nicht gekommen, ne? Er hatte nur einen Hook, glaube ich. Schade. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen, fürs Dabeibleiben und nächste Folge wird bestimmt wieder ein bisschen länger. Heute mal ein kleiner Quickie. Hahaha. So, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye bye. Adieu.